Ich begrüße euch mit einem etwas seltsamen Jesaja-Zitat. 42,3 heisst es: Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Hier sind wir jetzt bei diesem Rohr, bei diesem Schilf. Was heisst, er wird es nicht zerbrechen? Und hier habe ich sogar Aladdin und die Wunderlampe mitgenommen, wo man ein bisschen über das Thema des Docht nachdenken können. Ich habe gewusst, bei der ersten Begegnung vom Amadeus, er hat anders geheissen, es wird auch nervig sein, es wird mühsam sein, man kommt nicht recht an die Sache her. Es gibt nur noch so ein Glimmfeuerchen in seinem Leben und ich habe mich darauf eingestellt und gewusst, das wird einige Zeit dauern. Ihr kennt das vielleicht vom Ferienhäuschen, man hat irgendeine Lampe, vielleicht eine Staulaterne. Man fährt am Docht herumzukuffern, es will nicht recht brennen. Stattdessen gibt es so einen schwarzen Qualm, sehr unangenehm. Man weiss, irgendwie ist ein bisschen Feuer drin, aber man bringt es einfach nicht so recht zum Leuchten. Da kann man fein ein bisschen Zeit verbringen und kann pröbeln. Und genau so wird Jesus beschrieben. Und ich wusste, das wird mir in der Seelsorge auch widerfahren. Wir werden von dem nicht unbedingt verschont. Noch etwas anderes habe ich festgestellt. Vielleicht hat man mit der Zeit einen kleinen Instinkt als Seelsorger. Ich habe gemerkt, dass einer, der wirklich auf der Suche ist, ganz echt. Er hat es durchblicken lassen, ich bin in einem Gefängnis, aber ich möchte gerne daraus raus und ich glaube, ich komme daraus raus. Es gibt etwas anderes als das, was ich im Moment lebe, als die Umstände, als die Muster, die ich habe in meinem Leben. Und darum fährt nachher der gewiefte Seelsorger, ich kann mich zwar noch nicht zu denen zählen, er fährt an zu merken, wenn so ein leichtes Lächeln über das Gesicht huscht, dann weiss man, aha, wo mal nah dies nah greift, etwas von dem, was er weiss, es gibt noch mehr als nur Sparflammen. Mittlerweile habe ich nicht mehr Aladdin, sondern irgendeinem Bauer seine Staulaterne, Petrollaterne, wie man sagt. Und jetzt weiss man, wenn es nicht so recht brennt, ich würde eigentlich gerne nachdrehen, damit der Docht etwas mehr Petrol bekommt. Aber wehe, wenn man zu schnell abdreht, um ihn aufzupumpen, dann ist er dann fertig, dann geht er drin. Ich kann auch nicht einfach aufdrehen, das würde der Docht verbrennen. Also es braucht sehr viel Fingerspitzengefühl und ich merke bei solchen Leuten nachher an ganz kleinen Zeichen, wir sind auf der Jesus-Spur. Es ist also doch noch ein glimmender Docht, das ist nicht einfach nichts, sondern es ist etwas vorhanden und nachher braucht es alle Weisheit, die uns Gottlob Gott manchmal schenkt, für den genau das Richtige zu dosieren. Mittlerweile ist der Anteil von Freude aufgeschlossen sein, ein Stück weit Freiheit, mehr aus dem Gesicht zu lesen. Sie sind halt jetzt etwa 2-3 Jahre vergangen. Und der andere Anteil, Ängste, Verzagtheit und so, ist ein kleiner Prozentsatz geworden in den Gesichtsfalten. Man kann merken, Jesus ist dran, das anfänglich ganz, ganz kleine Licht wieder ein bisschen vorzuholen, vorzuheben. Das ist ja genau sein Ziel. Und das muss auch unser Bemühen sein. Wir werden auf das zu reden kommen, was wir Schweizer vielleicht machen würden. Wir würden schnell nochmal sagen, hier haben wir eine Chance, hier haben wir keine Chance. Das, was schon gut ist, kann man verbessern. Das andere vergessen wir, aber so geht es leider nicht. Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, über das Rohr, das geknickt ist, kann ich nicht viel sagen. Das habe ich bis heute nicht herausgefunden, warum dass man ein Schilfrohr nicht auch ganz könnte zerbrechen. Mir gibt es nicht so Sinn, aber es muss etwas geheissen haben zur Zeit von Jesus. Hier hingegen, bei den Lampen, sind wir besser beraten. Die eine habe ich von einem Trödler, die andere haben wir sonst von irgendwo her. Und wir werden jetzt in den Trödler Laden reingehen und machen, was Jesus immer gemacht hat. Er war dort, wo ein bisschen Staub war. Er konnte abstauben, er konnte das vorholen, was die Leute gesagt haben, ja, das interessiert uns ja gar nicht. Aber diesem Irrtum wollen wir nicht verfallen. Darum haben wir jetzt eben einige Serien von solchen Gedanken. Wie hat man Sorge zu einem glimmenden Docht?